Neben mir sitzt Jan Meyer vom SC Alstertal Langenhorn in Hamburg. Ist das noch Hamburg hier oder schon Schleswig-Holstein? Das gehört zu Hamburg. Langenhorn gehört zu Hamburg. Gehört zu Hamburg? Okay. Helmut Schmidt hat in Langenhorn gewohnt. Ah. Das gehört zu Hamburg. Okay. Du trainierst dritte Liga Frauen. Und ja, ich durfte heute Abend hier mal zu Gast sein und mir mal anschauen, was du so gemacht hast. Womit bist du angefangen im Training? Wir starten eine Erwärmung, Mobilisierung. Vorher mache ich normalerweise kein Warmlaufen, außer die Halle ist extrem kalt, weil ich der Meinung bin, durch das Mobilisieren und das Stabilisieren passiert eine Grunderwärmung und dann gehe ich eigentlich mit den Spielerinnen spielerisch an den Ball direkt. Und ich bin kein großer Fan von ewigem Laufen, sondern die Leute müssen an die Bälle, meiner Meinung nach. Wir sind kein Leichtathletik-Team. Ja. Du hast ganz unterschiedliche Spielerinnen, ne? Von altersmäßig, von wo bis wo geht das bei dir? Die jüngste ist momentan Jahrgang 2001, das heißt, ja, die ist 15, 16. Ja. Und wir haben das große Glück, mit Tina Potratz, geborene Benecke, noch eine ganz erfahrene Spielerin bei uns zu haben, die nebenbei auch früher Nationalmannschaft gespielt hat. Die Mobilisierung geht dann über in eine ganz Körperkräftigung, eine typische Stabilisierungsgeschichte.